Albatrosse, Meisterflieger auf hoher See. Seit meinem Studium habe ich einen Traum, Albatrosse fliegend zu sehen. Der Traum, der wurde Wirklichkeit. Um Albatrosse zu beobachten und studieren, muss man eine lange Reise unternehmen. Unsere Reise führt uns von Zürich nach Santiago de Chile und von dort aus gelangt man auf die Falklandinseln. Ein kleines Flugzeug bringt uns schließlich von Port Stanley, der Hauptstadt der Falklandinseln, auf eine nordwestlich gelegene Außeninsel. Der Windsack beim winzigen Flughafen auf Saunders Island verrät, welches Element hier vorherrschend ist. Es ist der zirkumpolar wehende Wind. Kaum nach der Ankunft verlasse ich die einfache Bleibe, denn ich kann es kaum erwarten, die ersten Albatrosse zu sehen. Fast wie die Albatrosse kehren wir alljährlich an diesen Ort zurück. Aber wo sind eigentlich die Albatrosse? Es ist jetzt Juni, Winter auf der Südhalbkugel und nur ein Blick auf das Meer, mit dem Fernglas bewaffnet, verrät, wo sich die Albatrosse zu dieser Jahreszeit aufhalten. Sie sind segelnd auf hoher See unterwegs. Der dynamische Segelflug erlaubt es den Albatrossen, ohne einen Flügelschlag tausende von Kilometern segelnd zurückzulegen. Erst im Frühjahr, das heißt Mitte August, suchen adulte und subadulte schwarzbraune Albatrosse das Land auf. Angeflogen wird gegen den Wind, gesteuert wird mit den Schwanzfedern. Wie er aber diesmal erfolgreich landet, bleibt sein Geheimnis. Nach einer ausgedehnten, 2 bis 5 Jahre dauernden ozeanischen Phase kehrt dieser Albatros zur Brutstätte zurück. Dieses Porträt verrät bereits seinen ruhigen Charakter. Das unerfahrene Jungtier vollführt anfänglich unkontrolliert wirkende Verhaltenstänze. Es wechselt häufig von einem Partner zum nächsten. Dies geschieht alljährlich wieder von Neuem. Allmählich nimmt die Zahl der Partner, mit denen es kommuniziert, ab. Am Schluss, nach dem Erreichen der Geschlechtsreife, die erst im Alter zwischen dem 8. und dem 13. Lebensjahr stattfindet, sprechen nur noch 2 die gleiche Sprache. Diese 2 bilden dann ein Paar auf Lebzeiten, deren gemeinsame Sprache sich von allen anderen unterscheidet. Die Paarbindung wird zu Beginn der Brutzeit oder auch während der Zeit der Brutablösung bei ausgedehnten Balzritualen gefestigt. Die Paare geben charakteristische Laute von sich und sie führen eine Art Tanz auf. In ruhigeren Phasen sitzen sie nebeneinander oder kraulen sich gegenseitig im Gefieder. Das Bauen des über 50 cm hohen Nestkegels bei nasser Witterung ist eine Gemeinschaftsarbeit des Brutpaares. Um den Nestkegel zu richten, dreht sich der Adultvogel an Ort und Stelle und macht mit seinem Schnabel lehmige Erdmasse am Nest fest. In diesen Nestkegel wird ein einzelnes Ei gelegt und von den monogam lebenden Vögeln ausgebrütet. Die Inkubationszeit beträgt 68 bis 73 Tage. Anfänglich wechseln sich die Eltern zwischen den ozeanischen Phasen beim Füttern und Beschützen des flauschigen Nestlings ab. Seine Körperform ist birnenförmig und sein etwas struppiges, hellgraues Daunengefieder isoliert seinen kleinen Körper. Das noch hilflose Junge, ein Nesthocker, durchlebt eine ausgedehnte Babyphase. Je größer der Nestling jedoch wird, desto mehr kalorienreiche, ölige Nahrung muss herangeschleppt werden.
Dies erfordert den vollen Einsatz beider Elternteile. Die Nestlinge sind oft lange Zeit auf sich alleine gestellt. Es kann unter Umständen bis zu 12 Tage dauern, bis ein Adultvogel in der Nähe des Nestes landet. Auch in der Eltern-Kind-Beziehung hat das Austauschen von Zärtlichkeiten einen hohen Stellenwert. Der Adultvogel geht nicht gleich zur Fütterung des Nachwuchses über, sondern nimmt sich erst Zeit, um das flauschige Jungtier zärtlich zu streicheln und es mit dem Schnabel zu säubern. Nun ist es aber Zeit. Endlich wird Futter in Form eines öligen Breies ausgewürgt. Nach einer kurzen Pause verlässt der Adultvogel seinen Nestling. Er ist wieder auf sich gestellt. Die Devise des Nestlings ist warten, wachsen und möglichst wenig Kalorien verbrennen. In der Albatros-Kolonie bewundere ich das ruhige Wesen der Nestlinge. Ein Subadulter kokettiert kurz mit mir. Nun benutze ich die Gelegenheit und schaue mich in der Kolonie noch etwas um. In diesem Albatros-Nest zum Beispiel befinden sich nun junge Felsenpinguine, die es sich hier gemütlich gemacht haben. Die Weißgesichtsscheidenschnäbel, die nur in der Antarktis brüten, säubern die Albatros-Kolonie von den Fäkalien. Aber was sehe ich denn da? Zwei Nestlinge. Da lohnt es sich, mit der Kamera zu warten. Mal schauen, was passiert, wenn ein Elternteil zurückkehrt. Normalerweise werden Jungtiere, die aus dem Nest gefallen sind, nicht mehr gefüttert. Der Nestling tippt in rascher Reihenfolge auf den Schnabel des Adultvogels und gibt charakteristische Laute von sich, ein Verhalten, mit dem die Jungen sagen wollen, dass sie gefüttert werden möchten. Das, was sie jetzt sehen, wurde noch nie so beobachtet. Zum einen füttert der Adultvogel das sich nicht im Nest befindende Jungtier, zum anderen wird auch der andere Nestling gefüttert. Handelt es sich hierbei etwa um Geschwister? Insgesamt wurden 29 Futterportionen abgegeben, 14 Portionen für das Küken im Nest, 15 Portionen für das Küken auf dem Boden. Nach so vielen Fütterungen verlässt er völlig erschöpft seine Nestlinge. Weit über dem Kopf eines Felsenpinguins gleitet der Adultvogel aufs Meer hinaus, um neues Futter heranzuschleppen. Unweit von der Albatros-Kolonie füttert ein Königspinguin bei tiefstehender Sonne sein Küken. Gemütlich sind alt und jung beisammen. Auch bei Mondlicht sind die Albatrosse aktiv. Nur selten kommt es vor, dass in diesen südlichen Breiten Windstille herrscht. Dann nämlich sind die Albatrosse gegroundet. Wind kommt wieder auf. Dies ist eine gute Gelegenheit, die Flugmuskulatur zu trainieren, um eines Tages ein Meisterflieger auf hoher See zu werden. Diesem Albatros ist es stark geglückt. Er kann sich nun seinem wahren Element widmen, denn für mich ist er die Verkörperung des Windes.